Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch die neue Meta nach dem Season 5 Reloaded Update. Ich zeige euch gleich meine 10 Favoriten Waffen nach dem neuen Update. Deswegen lehnt euch zurück, genießt das Video. Lasst am Ende des Videos natürlich auch gerne ein Like da und natürlich auch ein Abo für mehr Call of Duty Videos von mir in der Zukunft. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange und gehen direkt rein. By the way, ich bin momentan auf dem Weg zu schillernd. Ich will diese Season noch schillernd werden. Ich hoffe, ich schaffe das Ganze, aber sollte eigentlich möglich sein. Wir gehen rein. Ich habe euch hier ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich hier als erstes die RPK. Die Kronen wurde ja genervt und jetzt ist die RPK in Ranked Meta mit folgenden Aufsätzen. Und zwar haben wir hier bei Mündung TYLR8 drinne. Tuningsdaten, linke Seite plus 0,8 und unten plus 0,17. Dann habe ich bei Unterlauf den F-Tech Ripper 56 drinne. Tuningsdaten, linke Seite plus 0,52 und unten plus 0,15. Bei Munition habe ich die Hochgeschwindigkeitsmunition drinne. Tuningsdaten, linke Seite minus 0,38 und unten minus 4,06. Dann habe ich bei Schaft den Exotech-Schaft drinne. Tuningsdaten, linke Seite minus 2,45 und unten minus 2,25. Dann bei Visier, weil viele von euch gefragt haben, ey, was benutzt du eigentlich für ein Visier? Ich benutze das SZ Lone Wolf Visier. Dann gehe ich auf Skins und dann auf gute alte Zeit, damit mein Rotpunkt bzw. in diesem Fall mein Blaupunkt etwas kleiner ist. Und dieses Visier bekommt ihr übrigens aus dem Throwback Audio Pack 09. Also ihr müsst euch das kaufen. Falls ihr das nicht habt, ich denke mal die meisten haben es nicht, dann ganz normal Zielhilfen V4 Visier reinpacken. Dann Tuningsdaten hier, linke Seite ein bisschen weiter nach unten, ungefähr so, minus 2,22 und unten alles auf nah. Dann sind wir jetzt hier im Schießstand mit der RPK, ist wirklich eine sehr, sehr geile Waffe und ich persönlich denke mal, dass diese Waffe jetzt die neue Meta in Ranked für Long Range ist, weil sie ja auch schon vor dem Update sehr gut war und viele haben die RPK auch schon vor dem Update gezockt, aber jetzt seit dem Nerf der Kronen ist sie auf jeden Fall Meta. Und für die Close Range in Ranked würde ich sagen immer noch, dass die Lachmann MP Meta ist. Und zwar mit den folgenden Aufsätzen. Wir haben bei Lauf einmal L38 Falcon 226mm Lauf drinne. Tuningsdaten linke Seite minus 0,32 und unten plus 0,25. Dann bei Laser den VLK LZR 7MW Laser drinne. Tuningsdaten linke Seite minus 0,18 und unten minus 34,55. Dann habe ich hier bei Griff den Lachmann TCG 10er Griff drinne. Tuningsdaten, linke Seite minus 0,26 und unten plus 0,26. Dann das 50-Schuss-Magazin. Ihr könnt natürlich auch das 40-Schuss-Magazin reinpacken, wenn ihr sagt, ey, das dauert mir zu lange, um zu nachladen und ich brauche kein 50-Schuss. Dann nehmt das 40-Schuss-Magazin rein. Aber ich persönlich mag einfach das 50-Schuss-Trommelmagazin mehr, um ehrlich zu sein. Dann bei Munition die Hohlspitzmunition drinne, weil die Hohlspitzmunition verlangsamt dein Ziel, wenn du es anschießt und verhindert für kurze Zeit auch das Sprinten. Das ist wirklich sehr, sehr big, vor allem in Ranked. Und Tuningsdaten sind hier links plus 0,5 und unten minus 5,52. So, diese beiden Waffen würde ich jetzt zur absoluten Meta in Ranked zählen, um ehrlich zu sein. Dann geht's weiter. Die FR Avancer hat jetzt auch einen Buff bekommen und immer mehr Leute spielen damit. Und zwar habe ich hier folgende Aufsätze drauf. Bei Mündung haben wir einmal schwerer Komodo drinne. Tuningsdaten linke Seite plus 0,49 und unten plus 0,35. Dann bei Unterlauf den F-Tech Ripper 56. Tuningsdaten linke Seite plus 0,54 und unten minus 0,40. Dann bei Lauf den 435mm FR 435. Tuningsdaten linke Seite plus 0,19 und unten plus 0,12. Dann Visier, natürlich Zielhilfen V4 Visier. Tuningsdaten linke Seite minus 1,74 und unten alles auf nah plus 1,8. Und das 60-Schuss-Magazin hier drinne. Und Leute, ihr werdet echt überrascht sein. Diese Waffe ist wirklich krass. Nach dem neuen Update ist sie wirklich sehr, sehr stark geworden.
Muss natürlich auch mit der umgehen können, aber es ist gar nicht so schwer, mit der umzugehen. Ist nicht schlecht, also, ne? Hat einen Buff bekommen, ist jetzt wirklich stark geworden. Wie schnell die Leute umfallen, ist wirklich krass. Ich stelle mal drei Platten ein. Ja, okay. Okay, nicht schlecht. So, FR Avancer, wirklich gut. Zusammen hier mit der ISO. ISO ist meiner Meinung nach jetzt die zweitbeste Waffe nach der Lachmann MP. Immer noch. Und zwar mit den folgenden Aufsätzen. Mündung, Spiral, V3,5, Mündungsfeuer hier drin. Tuningsdaten, linke Seite minus 0,19 und unten plus 0,40. Dann haben wir bei Lauf den 7 Zoll X Raptor V2 Lauf drinne. Tuningsdaten, linke Seite plus 0,4 und unten plus 0,22. Dann habe ich bei Schaft den Demo Fate Tag drinne. Tuningsdaten, linke Seite plus 2,32 und unten minus 1,39. Dann habe ich hier das 45er Trommelmagazin drinnen natürlich. Und das war's mit den ganzen Aufsätzen. ISO wirklich immer noch sehr gut, so wie sie vorher war. Also an der ISO wurde hier gar nichts gemacht. Genau wie auch an der Lachmann MP nichts gemacht worden ist. Also diese beiden Waffen, denke ich mal, sind immer noch absolute Close-Range-Meta in Warzone. Wie ihr sehen könnt, sehr, sehr krass. Ihr kennt die ISO, denke ich mal. So, weiter geht's. Hier habe ich jetzt die M13B. Und zwar wurde sie jetzt auch gebufft mit dem neuen Update. Und zwar habe ich hier folgende Aufsätze. Mündung schwerer Komodo. Tuningsdaten linke Seite plus 0,44 und unten plus 0,17. Dann habe ich bei Unterlauf den F-Tag Ripper 56 drinne. Tuningsdaten links plus 0,8 und unten minus 0,14. Dann habe ich hier natürlich das 60-Schuss-Magazin drinne. Dann haben wir bei Lauf den 14-Zoll Brunnen Echelon-Lauf drinne. Tuningsdaten links plus 0,42 und unten minus 0,14. Dann natürlich bei Visier Zielhilfen V4 Visier. Tuningsdaten linke Seite minus 1,84 und unten plus 1,8. Und so spiele ich die. Die ist wirklich sehr gut jetzt auch geworden. Guckt euch das an, wie schnell die Leute down gehen. M13B kann sich jetzt definitiv auch mal sehen lassen nach dem neuen Update. Ist schon ein ordentlicher Laser und hat auch wirklich guten Schaden. Kann man auf jeden Fall mal empfehlen, mit der Waffe reinzugehen. Als nächstes habe ich hier die Buzz-P, die ja auch einen Buff bekommen hat. Ich mag die Waffe nicht unbedingt, aber sie hat einen Buff bekommen und ist jetzt wirklich sehr stark. Und zwar bei Lauf haben wir den 6,5 Zoll Brulen Drake Lauf drinne. Tuningsdaten links minus 0,26 und unten minus 0,22. Dann bei Laser den 1MW Schnellfeuerlaser drinne. Tuningsdaten links minus 0,27 und unten minus 44,42. Dann bei Schaft den Brunnen Flash V4 Schaft drinne. Tuningsdaten linke Seite minus 2,45 und unten plus 0,85. Dann habe ich bei Griff hier den D37 Griff drinne. Tuningsdaten linke Seite minus 0,48 und unten minus 0,45. Dann habe ich hier das 50 Schuss Trommelmagazin drinne. Ich zeige euch die Waffe einmal eben im Schießstand. Ist wirklich sehr stark geworden, also no joke. Die Waffe ist auch auf jeden Fall definitiv mal ein Try wert. Ist zwar ein bisschen komisch, fühlt sich ein bisschen komisch an, um ehrlich zu sein, aber ist trotzdem stark. So.
Als nächstes habe ich hier die Lachmann 556. Ich liebe diese Waffe, Leute. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich liebe diese Waffe. Diese Waffe hat am wenigsten Rückstoß von allen Waffen, die ich kenne, irgendwie gefühlt. Also diese Waffe ist wirklich geisteskrank. Kann ich jedem von euch empfehlen. Hier muss man fast gar keinen Rückschuss kontrollieren. Und zwar spiele ich sie folgendermaßen. Bei Mündung Harbinger D20 drinne. Tuningsdaten linke Seite plus 1,4 und unten plus 0,84. Dann habe ich bei Lauf den 15,9 Zoll Lachmann Rapplauf drinne, Tuningsdaten linke Seite plus 0,5 und unten plus 0,4. Dann habe ich bei Visier Zielhilfen V4 Visier, Tuningsdaten linke Seite minus 3 und unten plus 1,51. Ihr könnt natürlich auch ganz nah machen, das ist eigentlich relativ egal. Dann habe ich hier das 60 Schuss Magazin drinne und den F-Tech Ripper 56. Tuningsdaten links plus 0,75 und unten minus 0,31. Leute, diese Waffe wurde jetzt auch gebufft. Also die Lachmann 556 wurde gebufft. Ich habe die auch eine Zeit lang in Ranked gespielt, weil sie einfach so ein Laser ist und es ist einfach nur krank. Diese Waffe ist nach der RPK, würde ich mal fast behaupten, die beste oder zusammen mit der RPK. Also das ist wirklich geisteskrank, was für ein Laser diese Waffe ist. Also auf sehr, sehr weiter Entfernung kannst du mit dieser Waffe die Leute auch einfach easy lasern. Also das ist nicht mehr normal, Leute. Das ist wirklich nicht mehr normal. Also ohne Scheiß, Lachmann 556, Kuss. Geile Waffe. So, dann habe ich hier die Well 46 drinnen. Die wurde jetzt schon wieder gebufft. Und zwar folgende Aufsätze. Munition 4,6 mm Zerfall drinne. Tuningsdaten linke Seite plus 0,7 und unten minus 2,9. Dann habe ich das 50 Schuss Magazin hier drinne. By the way, ihr könnt hier natürlich auch Hohlspitz reinpacken, damit ihr euer Ziel verlangsamt und verhindert, dass der Gegner anfängt zu sprinten. Zerfall ist auch gar nicht schlecht, weil die Munition zerspringt beim Einschlag und verzögert kurzfristig die Heilung. Ist auch nicht schlecht. Also eins von den beiden würde ich auf jeden Fall reinpacken für Close. Und dann habe ich hier bei Griff den ZLR Gefechtsgriff drinne. Tuningsdaten links minus 0,45 und unten minus 0,2. Dann bei Schaft den Demo RXT Schaft drinne. Tuningsdaten links minus 1,42 und unten plus 1,16. Und dann noch bei Laser den 1 MW Schnellfeuerlaser drinne. Tuningsdaten linke Seite minus 0,19 und unten minus 34,55. Die Well 46, die war ja auch in Season 5 schon geil. Also die wurde ja in Season 5 schon gebufft. Und wurde jetzt einfach nochmal gebufft. Also, ne? Lohnt sich definitiv auch mal mit der Well reinzugehen. Wirklich sehr geil. Fühlt sich sehr geil an. Im Gegensatz zur Bass-P beispielsweise, obwohl sie gebufft worden ist. Die fühlt sich so komisch an, finde ich. Die Well fühlt sich da irgendwie tausendmal geiler an. Wie ihr sehen könnt. Macht auch sehr viel Spaß einfach, weil sie sich einfach geil anfühlt. Es ist ja die MP7, Leute, die kennen wir alle. Geile Waffe auch. Sehr, sehr geil. So, dann geht's weiter. Dann habe ich hier für euch mein letztes Loadout sozusagen. Einmal die Rap-H. Die Rap-H ist auch ein geisteskranker Laser. Hiermit wurde nichts gemacht, wurde nicht gebufft, wurde nicht genervt, aber ist immer noch sehr, sehr krass. Bei Mündung habe ich hier TYLR8 drinne. Tuningsdaten linke Seite plus 0,8 und unten plus 0,27. Dann bei Unterlauf den Hound 9G Griff drinne. Tuningsdaten links plus 0,8 und unten plus 0,4. Dann habe ich bei Laser den FSS OLV Laser drinne. Tuningsdaten links minus 0,06 und unten minus 14,81. Dann habe ich bei Visier Zielhilfen V4 Visier natürlich drinne. Tuningsdaten links minus 1,45 und unten plus 1,68. Dann habe ich bei Schaft den Mehr Rückschuss 56 Fabrikschaft drinne. Tuningsdaten links minus 1,55 und unten plus 2,40. So, ich zeige euch diese Waffe jetzt einmal im Schießstand. Es ist einfach der Laser schlechthin. Ja, okay, also wirklich komplett geisteskranker Laser. Kann ich auch sehr empfehlen, die Rap-H. Dann geht's weiter hier mit der Fennec. Die Fennec hat einen Buff bekommen. Und zwar spiele ich die Fennec folgendermaßen. Bei Mündung Spiral V3,5 Mündungsfeuerdämpfer. Tuningsdaten links minus 0,65 und unten plus 0,32. Dann habe ich bei Laser den 1 MW Schnellfeuerlaser drinne. Tuningsdaten links minus 0,21 und unten minus 4,94.
Dann habe ich hier bei Schaft den Agile Assault 7 Schaft drinne. Tuningsdaten links minus 2,58 und unten alles so gelassen, wie es ist. Dann habe ich bei Griff den Fennec Gummigriff drinne. Tuningsdaten links minus 0,58 und unten minus 0,12. Und dann natürlich das 45 Schuss Magazin bei der Fennec drinne. Wir gehen kurz in den Schießstand. Fennec hat mir immer sehr gut gefallen. War ja auch schon mal Meta ganz am Anfang von Warzone. Beziehungsweise von Warzone 2 meine ich eigentlich. Und hat jetzt wieder einen Buff bekommen. Also die Fennec finde ich auch geil eigentlich, um ehrlich zu sein. Die Fennec ist echt eine nice Waffe. Also viele Waffen, die jetzt gebufft worden sind, die man jetzt ausprobieren kann, definitiv. Und das finde ich eigentlich ganz cool, um ehrlich zu sein. Das war's jetzt zu meinen ganzen Waffen. Die neue Waffe ist eine Burst. Also die neue Lachmann-MP. Beziehungsweise die neue MP5 ist eine Burst-Waffe. Meine persönlichen Favoriten sind auf jeden Fall RPK und Lachmann-MP. Danach kommt die Lachmann 556. Dann gefällt mir die FR Avancer auch sehr. Und dann die Well 46 und die ISO natürlich. Das sind so meine Favoritenwaffen. Ihr könnt euch hier verschiedene Waffen raussuchen. Alle sind sehr, sehr stark. Ja, Leute, das war's auch mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls euch die Waffen gefallen haben, lasst gerne ein Like da. Und natürlich auch ein Abo für mehr Videos von mir in der Zukunft. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, ob ihr das Video hilfreich fandet und welche Waffe ihr persönlich am besten findet momentan. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im Livestream oder beim nächsten Video. Haut rein und ciao.